Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum letzten Spiel vor der Länderspielpause. Beziehungsweise so ganz Pause haben wir ja nicht. Wir haben ja den Pokal da drin. Wurden zwar gefragt, ob wir den verlegen sollen, aber ich glaube, es ist besser. Ich meine, uns fehlen nur Vypotnik, Ekomie und Rouillard, glaube ich. Aber Bukele fehlt auch. Ja, aber das ist auf jeden Fall zu verkraften, was die Anzahl der Spieler angeht, vor allem auch was die Wichtigkeit angeht. Lieber nehmen wir da die Spielpraxis mit nächstes Wochenende und dann können alle Jungs mal zeigen, ja, die sich vielleicht sonst bisher nicht so zeigen konnten gegen den gegen den Fünftligisten müsste das, glaube ich, sein, ne? Oder vielleicht sogar Sechstligist. Naja, irgendein Amateurverein auf jeden Fall. Heute geht's, wenn man auf die Tabelle guckt, auch so ein bisschen gegen Amateurverein. Clermont-Foot noch überhaupt nicht angekommen. Haben tatsächlich von den 14 Spielen 7 verloren und 7 unentschieden gespielt. Das heißt, sie warten immer noch auf den ersten Sieg. Letzten 5 gingen in Folge verloren. Spielen Konterfußball. Dementsprechend würde ich einfach bei der Dreierkette bleiben. Wir haben heute ausnahmsweise, sehe ich gerade mal, das einzige frühe Spiel des Nachmittags, des Fußball, ja, mittags. Sind wir so gar nicht gewohnt, aber das werden wir auch hinbekommen. Morey und Rico waren unter der Woche ein bisschen angeschlagen, sollten aber eigentlich fit sein für heute. Und Ignatenko fehlt heute leider, der ist gelb gesperrt. Sonst würde ich sagen, ja. Der Rest erklärt sich was so ein bisschen von selber von den letzten Leistungen, gerade was die Defensive angeht. Wir gehen rein. Und da haben wir unsere Jungs. Es gibt nicht viele Änderungen. Nur ein Simba rein statt Louis Chan. Sissoko rein für den gesperrten Ignatenko. Der Rest bleibt gleich zur letzten Woche. Und ja, Clermont-Foot tatsächlich sehr, sehr defensiv. Fünferkette plus zwei Sechser davor. Und nur drei Jungs, die offensiv sich begeistern dürfen. Das heißt, es könnte ein interessantes Duell werden. Wir werden wahrscheinlich einfach aus der Geduld heraus agieren müssen, weil da sehr, sehr viel gebunkert wird. Und ja, unser Superstar Said Ikram natürlich wieder vorne drin, soll das Tor machen. Zivkovic, ja, lässt den Ball da erstmal zum Torwart laufen. Dio Gonalon. Gastion verliert den Ball an Sissoko. Sehr gut. Erste Balleroberung, erste gute Aktion. Barbe jetzt mit dem Freistoß, chippt den rein. Pedro Diaz per Kopf auf Chahiri. Und es steht 1-0. Ja, wobei, scheint vielleicht abseits gewesen zu sein, weil es aus der Perspektive schwer zu sehen. Was sagt Lesage? Tor gegeben. Perfekt. Und Pedro Diaz kann es nicht nur über den Standard, sondern auch mit dem Kopf. Die Vorlage, wunderschön. Super Start. Und was ich eigentlich sagen wollte, auch unsere Bank hat heute ein bisschen die Rotation drin. Rodriguez nicht mit der direkten Antwort, das ist auch sehr gut. Ja, mit Deamora, mit Kasübi, da sind ein paar Jungs dabei, die heute auf den Einsatz hoffen. Ich glaube, Kasübi bisher sogar noch gar keinen Einsatz gemacht, die Saison. Könnte sein Saisondebüt werden. Lucas muss den ganz rausspielen, Gastion, und der verläuft sich. So, jetzt gleich das 2-0 nachlegen und dann hier nichts anbrennen lassen. Ballbesitz ist ein bisschen sehr, sehr wenig bei uns. 37%, aber gut, wenn Clermont den Ball haben will. Rashani mit der Ecke. Kommt sehr hoch und sehr weit. Den kriegen wir geklärt und Shahiri leitet den Konter ein. Ist er alleine? Nee, Said ist natürlich dabei. Sein kongenialer Partner, Mehdi. Ja, zurück auf Pedro Diaz. Und der probiert zum Außenriss. Das ist nicht die beste Variante. War auch schwierig, den mit dem Außenriss zu nehmen aus der Position. Barbe, Freistoß, Tor. Boah, guter Freistoß. Dio ist auf dem Posten. Der hat den zur Ecke. Aber Ecken haben wir auch im Training trainieren lassen. Chahiri bringt die rein. Bukele wartet schon. Aber es ist ein Weißer, der an den Ball kommt. Da die Tasche wieder, er läuft den nochmal. Mal gucken, ob er den nochmal scharf machen kann. Nee, erstmal nicht. Okay, also Chancen bei uns, Ballbesitz nicht. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Ich hätte gerne natürlich auch den Ballbesitz bei uns, aber es wird ein bisschen mehr mit der Zeit. Das ist ganz gut. So, Zedatka. Mein Wurfmann, ja. Rodriguez, und da ist die Balleroberung durch Pedro Diaz. Sehr schön, lässt den Ball dann laufen, Bukele. Sissoko wartet auf den Ball. Marcelin. Mit neuen Schuhen, glaube ich, ne? Sieht so aus. Sissoko. Marcelin. Diaz leitet gleich weiter. Ikram. Oh, es könnte abseits sein von Davitashvili. Ich hoffe es nicht.
Schiedsrichter hat die Hand am Ohr. Was sagt er? Sagt nichts. Sagt nichts. Sehr gut. Ikram. Doch, sagt. Nee, sagt doch nichts. Ikram mit der Vorlage. Sah wirklich sehr nach Abseits aus für mich. Aber nee, hier hinten hebt er auf. Nummer 21. Und Davitashvili auch für ihn ganz, ganz wichtig. Wieder ein kleines Erfolgserlebnis. Kämpft sich zurück in die Mannschaft. Hat heute das Vertrauen zurückgezahlt, dass der Coach sagt, komm, stell ihn noch ein weiteres Spiel auf. Der letzte war nicht so schlecht. Sehr gut, 2-0 Führung zur Halbzeit, so muss es sein. Das machen die Jungs eigentlich wirklich großartig. Und dann könnte es auch sein, dass heute eben Kasubi, De Amorin etc. ihre Einsätze bekommen, was ich ihnen sehr, sehr gerne geben würde. Aber noch sind wir nicht ganz sicher durch, auch von Clermont. Wie wir sehen, fast gar nichts kommt. Jetzt Gastion mal mit der Balleroberung. Simba holt ihn aber gleich zurück. Marcelin aber langsamer als Sacré. Fehlt dann defensiv. Flanke kommt sur D. Haut ihn aber drüber. Und eine Freischussposition. Erneut für Barbe. Wieder ist einer in der Mauer dazwischen. Ja, Freistöße kriegen wir echt gute Positionen, muss man sagen. Chahiri bringt die Ecke rein. Wird geklärt. Rashani. Er läuft sich den Ball. Gibt es einen Konter? Zagre. Ja, geht gut vorbei. Gutes Dribbling, aber dann der Pass. Missverständnis mit dem Sturmkollegen. Gut für uns. Pedro Diaz. Boah, schwieriger Ball. Zagre fängt den ab. Das ist ja auch nach hinten. Und jetzt erzwingen wir nicht den langen Ball. Manja, raus auf Lyca. Und Sedatka auf außen. Boah, da stehen wir ziemlich gut jetzt gerade. Ja, naja, sie finden trotzdem noch Lücken. Rashani, Zürde, allein auf weiter Flur, muss den Abschluss nehmen und der ist maximal ungefährlich. So, damit würde ich sagen, können wir einmal wechseln. Chahiri kommt raus, hat eine super Partie gemacht. Dafür rechts Marvin rein. Ja, Simba kein gutes Spiel. Ja, dann bringen wir Kasubi, komm. Johan Kasubi kriegt seinen Einsatz jetzt dann erstmal rechts außen. Morey möchte ich nicht unbedingt einsetzen, wenn es nicht notwendig ist. Und dann auch Diaz raus, De Amorin rein. Und die letzten beiden Wechsel warten wir mal noch ab. Okay, langer Ball raus auf Zurico Davitashvili. Der zieht in die Mitte, gut verteidigt. Und De Amorin. Schade. Wäre jetzt natürlich wieder die Top-Einwechslung, wenn der direkt trifft. Naja, Arizo mit Sissoko. Lass den Ball laufen, jawohl. Okele, Arizo, die sich da auch wirklich immer sicherer festspielen. Auch wenn sie jetzt den Ball haben, sehr, sehr überlegte Pässe. Arizo ja letzte Woche erst ein Tor eingeleitet. Delima, De Amorin raus, Ekomie, Zurico. Oh, da hätte vielleicht der Doppelpass kommen müssen. Das ist aber einer, den Barbe abläuft. De Amorin, Ekomie, ja, versucht's. Passt nicht ganz, Lyca. Und ja, mit Gastion. Ja, die spielen es teilweise echt ganz gut, Clermont, ne? Rodriguez aus der Distanz, wird gefährlich, weil er abgefälscht ist. Aber Rico auf der Hut, auch wenn er nicht viel zu tun bekommt. Wenn, dann ist er da. Rodriguez mit der Ecke. Und das ist einer für Sergio, klatscht den weg. Aber Davitashvili erläuft den direkt. Kontermöglichkeit 3 gegen 3. Wie spielen wir es aus? De Lima auf außen. Braucht ihn auf links, ja, und da merkt man so ein bisschen die fehlende Spielpraxis. In der Form der Rückrunde hätte er den locker in die Mitte gebracht. Naja. Wir werden nochmal agieren. Davitashvili verlässt ebenfalls das Feld. Bernard kommt hier so ein bisschen als vorgeschobener Spielmacher. Und dann, ich denke, Lascelles kriegt den Einsatz in die Mitte. Bukele, eins nach außen. Und Arizon hat frühzeitig Feierabend. So, Zikovic. Boah, schlechter Pass. Delima kann es aber auch nicht besser machen. Auch er sehr, sehr unsicher heute. Beziehungsweise viele technische Fehler, was man von ihm gar nicht kennt. Bernard mit der Balleroberung. De Amorin, Sissoko.
Sissoko probiert, Choco klärt den nur nach vorne. Hat die Torwart gewechselt? Ist er nicht Dio vor ihm? Das ist Dio. Zikovic, Derbe und Sacre, der mir sehr, sehr gut gefällt. Probiert es mit rechts, aber das ist ungefährlich. Jetzt möchte ich trotzdem mal ganz kurz den Keeper von denen anschauen. Rico wirft den Ball ab, raus auf Ekomie. Der die Linie lang, Bernard de Amora. Und da läuft der Ball ganz gut. Und Ikram kann halt auch super mitspielen. Kasübi auf Außen. Geht er vorbei? Nee. Bokele sehr hoch aufgerutscht. De Amora findet Bernard. Und er probiert es. Lass mich kurz gucken. Ja, die mussten echt den Keeper wechseln, kann es sein? Ja, die haben den Keeper gewechselt. Oh, okay. Naja. Sissoko mit De Amora. Das ist auf Bar B. Der leitet weiter zu Ekomie. Ja, und der versucht die Flanke irgendwo her zu bekommen. De Amora kriegt die Flanke her. Ball geklärt. Sissoko Volley. Also der hat's mit den Volleys, ne? Issouf. Der hat da echt Bock drauf, solche Dinger, die irgendwie aus dem Strafraum rauskommen. Direkt wieder postwendend zurückzubringen Richtung Tor. Aber gut, ich meine, da war ja schon ein, zwei Dinger dabei, die reingegangen sind. Kasübi auf den Außen. Komm, setz dich durch. Gute Flanke für Bernard, der ist aber ein bisschen zu klein. Ekumie probiert es dann. Choco hält den aber. So, gibt es nochmal die eine Möglichkeit für Clermont. Ich hoffe, wir spielen zu null. Tyrde Custodio. Und den fängt Kasübi super ab. Gegen einen sehr aktiven Sacre, der mir sehr, sehr gut gefällt. Müssen wir uns mal nochmal näher angucken. An sich trotzdem ein sehr souveräner Sieg, würde ich sagen. Wir machen früh das erste Tor, in der Halbzeit noch alles klar. Und dann lassen wir hinten nicht mehr viel zu. Von daher, top Jungs. Bokele Babé, super Partie. Rico auch, Ekomie, klasse. Kasübi hat mir auch besser gefallen, als es jetzt die Note aussagt. Sissoko, Riesenspiel gemacht. De Amora kam ganz gut rein. Ikram wieder mit einer Torbeteiligung. Jahiri macht sein Tor. Davitashvili macht das Tor. Diaz mit der Vorlage. Ja, das sieht einfach richtig, richtig gut aus im Moment. Danke, Jungs. Ja, deutlicher geht schon, aber ne, ihr wisst, wie es gemeint war. Und Matteo musste nicht eingesetzt werden und konnte sich damit nicht erneut verletzen. Auch das ist gut. Und dann sind alle Spiele durch. Wir mussten kurz warten, können aber mal schauen, wer so ausgerutscht ist. Ich meine, das Gute ist, es gab das Topspiel Troyes gegen Bastia. Das heißt, einer von beiden wird auf jeden Fall hinter uns bleiben. Klar, besser wäre ein Unentschieden, dann wären beide hinter uns. Aber so haben wir zumindest einen Punkt Vorsprung auf Bastia. Troyes damit erstmal ein neuer Tabellenführer. Metz verliert aber auch zu Hause gegen Saint-Étienne. Das heißt, auch wir ziehen an denen vorbei, sind dann auf Platz 2. Das ist super. Niort 1-1 gegen Annecy. Die erkämpfen sich hier die nächsten Punkte, beziehungsweise es bringt beiden nicht wirklich was. Paris mit einem späten 1-1 gegen Angers. Quevilly unentschieden. Ajaccio unentschieden. Sochaux gewinnt in Amiens und Caen gewinnt gegen Pau. Damit Tabelle wie folgt. Wir sind wieder auf Tabellenplatz 2. Gehen jetzt einmal kurz uns ausruhen. Mehr oder weniger nächste Woche im Pokal gegen Amateurverein. Werden da ein bisschen rotieren, dass jeder mal seine Chance bekommt von den Jungs, die jetzt eben noch nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Beispielsweise in Kasübi, der jetzt erst im November sein Debüt gegeben hat, war auch anders geplant zu Beginn der Saison, aber ne, dass solche Jungs eben Spielzeit bekommen. Ja, und danach geht es eine Woche später wieder in der Liga weiter, diesmal aber gegen Pau, oder? Ja, let's go. Okay, ich hab Bock, macht wieder Spaß, die Jungs sind wieder gut drauf. So habe ich mir nämlich das Spiel, die Hinrunde und die Rückrunde und die zweite Saison in Liga 2, diese kleine Nachsitzenrunde vorgestellt. In dem Sinne, Freunde, wir sehen uns im Pokal morgen. Haut rein!